Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei ARK Vikings PlayStation 4 und ein Windows-Update. Ich bin gleich wieder da. Ach, wie wunderbar ist das denn, wenn man die Aufnahme startet und Windows sagt, oh, ich mache ein Update, das kannst du nicht aufnehmen, du dummes Arschloch. Ja, habe ich übrigens gefreut, dass letzte Folge so viele Kommentare waren. Also, da war jetzt kaum noch... Alter. Alter, was ist denn hier los? Also es waren ziemlich viele Kommentare dran, die mir gefallen haben. War glaube ich nur einer, der hat geschrieben, kann ich mitmachen, obwohl ich es ja vor zwei Folgen erklärt hatte. Hört es auch langsam auf? Ah, das ist das. Blickt das da oben auch? Ja, das blickt da oben auch. Gut. Hat hier einer alles weggefarmt? Das ganze Metall ist weg. Ich war es nicht. Wo ist mein Metall? Irgendeiner war hier oben und hat mir mein Metall weggefarmt. Die Säcke. Guck, alles weg. Hier muss doch irgendwo in der Nähe sein. Ich weiß, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass hier der Untergrund ziemlich in der Nähe ist. Aber ich kann in den Untergrund nicht reingehen. Ich war einmal drinne und ja, ich bin nicht mal rausgekommen. Und ich glaube, es gibt einen Weg raus, aber der ist mir ehrlich gesagt zu weit. Wenn ich dort reingehe, dann... Was ist das? Ein großer Karton. Primitiv-Squad? Ich will da jetzt reingucken. Muss man kurz gucken? Ja, das geht damit super. War da was drinne? Nee, war nichts drinne. Okay. Das ist, Brick Foundation. Jetzt falle ich hier oben total auf. Hä? Wer baut denn hier irgendwas hin? Da war aber auch nichts drinne, oder? Nee. Okay. Und ich muss sagen, Alter, diese Axt, die ich hier habe, die ist ziemlich OP. Hast du eben gerade gesehen? Damit kannst du Häuser einreißen mit dem Ding. Irgendeiner klaut mir hier mein Metall weg. Ich habe es mir extra stehen lassen. Irgendeiner kommt hier hoch und klaut es mir. Obwohl Cloud mein Name ist. Ich weiß, das war jetzt so ein schlechter Witz. Da unten ist noch einmal ein Metall. Und ein Enki. Aber ich kann da nicht zähmen. Noch ein Enki. Und ich muss übrigens Leder besorgen. Mir ist Leder alle gegangen und ja, bin ein bisschen aufgeschmissen, weil wenn ich irgendwas Neues machen will, brauche ich das Leder. Und ja, ich habe es auch in den Kommentaren gelesen. Ich kann auch das Dings, Zündpulver in dem in der Mühle machen. Komm mal kurz her hier. Ey! Das hat gepasst, Freunde. Hätte nicht gedacht. Oh, nein! Komm nicht her! Du blöder Kackewerfer. Hau bloß ab. Der beschmeißt mich nur mit Scheiße und dann redet. Nein, Mikroraptoren, was ist denn heute los hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier ziemlich, ziemlich faul in der ganzen Sache. Und irgendjemand beklaut mich da oben. Raptor? Hm. Irgendjemand muss hier wirklich in der Nähe sein. Ich werde mal ein bisschen gucken, dass ich nur ein bisschen Leder ran. Ja. Alpha Raptor? Den krieg ich nicht tot. Das kannst du knicken. Hat der mich gesehen? Nee, aber der hat mich gesehen. Ja, du darfst, du darfst. Mal aufpassen, dass ich nicht alles wegfarme. Ja. Ist heute. Keine gute Aufgabe, die ich hier habe, also einfach nur Lederfarm. Denke mal, kann aber ziemlich spannend werden, gerade wenn jetzt der blöde Alpha-Raptor da vorne rumwurschtelt. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Es ist noch so ein Dilophosaurus hinter mir. Aua! Alter. Haut ab! Muss hier gerade Leder farmen. Wartet. Ey! Hau ab! Geh weg, 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 weg! Haut bloß ab. Ich will die ganzen Viecher hier, die auf den Sack gehen. Geh weg. Ich wundere, dass es mir jetzt... War das jetzt...
Ey, hab mich bloß verguckt. Ich dachte, das wären jetzt hier die Mikroraptoren gewesen. Die hätten mich natürlich jetzt weggeboxt. Ach, oh ja, du hast Durst. Und ich habe die Trinkflasche wieder vergessen. Was für ein Glück, dass ich jedes Mal die Trinkflasche vergesse. Ich hätte jetzt zwar Leder in der Tasche, nur schnell zu machen. Aber wenn ich jetzt hier runterflatter, dann komme ich nicht mehr so schnell wieder hoch, ne? Komm, wir gehen mal ganz kurz runter. Das ist schon ein Privileg, dass man diese Flugdinger hier hat. So, Schluck trinken gehen. So, wieder hoch. Oh, ey, musst aber echt vor allem Schiss haben, was in die Quere kommt, weil du... Du hast ja großteils keinen Schutz. Also, du bist ja eigentlich... Wie viele sind denn das bitte? Du bist ja hier total aufgeschmissen. Wenn du kein Vieh hast, was dich irgendwie verteidigen kann... Ich muss da durch, Freunde. Hab jetzt aber nichts zum Schießen. Ich muss die einzeln anpullen. Kacke, passiert nichts. Noch einer! Sag ja, das Zeug. Also, das Ding ist wirklich hammerhart und das kann dir echt den Arsch retten, weil es ist jetzt nichts anderes eingestellt. Also, es ist jetzt kein Boost auf irgendwas eingestellt. Das Ding ist wirklich so stark. Ich meine, gut, Primitive Plus, du hast jetzt großteils keine Waffen, die also Raketenwerfer oder sowas, aber dafür hast du halt das Ding. Und das Ding macht alles. Alles, was du willst. Na gut, nicht alles. Also, wisst ihr, worauf ich jetzt gerade anspiele? Ich habe jetzt ein Level Up. Drei Level Up, okay. Das hört sich schon mal gut an. Bisschen Gewicht und ein kleines bisschen Lebensenergie. Die Punkte verteile ich mir später. Wir brauchen noch mehr Leder. Das sind Was ist denn heute los hier? Gut ging. Kann ich da rüber schwimmen? Weil ich glaube, drei Alus überlebe ich nicht. Mal, ich versuch mal was. Nein! Die haben mir den Brustpanzer zerkloppt. Jetzt kann ich das, mein Fluggerät auf dem Rücken nicht nutzen. Meine Sichel habe ich auch nicht mitgenommen. Sonst hätte ich mir jetzt... Komm, das geht ja schnell, oder? Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Ich glaube, Cloud in Action oder Cloud in Struggle oder so ein Scheiß. Aber das ist mal ein richtig geiles Feeling wieder. Ich weiß, ich spreche das jetzt jede Folge an, aber wenn du jetzt schon deine Viecher und so hast, ne, und nicht so auf dich alleine gestellt bist wie ich gerade, dann gibt das ein richtig neues Feeling. Also, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Du hast wieder dieses extreme Survival, du hast Schiss, irgendwo hinzugehen und sowas alles. Du, also wenn jetzt, sagen wir es mal so, du hast jetzt schon einen Rex oder einen Wyvern, dann rennst du ja durch die Welt durch und irgendwie... Ja, irgendwie passiert dir dann auch großteils was. Oder wenn du einen Giga hast, dann ist sowieso vorbei. So, aber hier bist du immer zu Fuß und immer gegen die Dinosaurier. Und das Nervenkitzel pur, Freunde. Ich weiß für euch gerade nicht, weil ihr nur Zuschauer seid, aber ihr freut euch einfach nur, wenn der Idiot drauf geht. Ne? Oh, guck mal, da ist er gestorben, der Trottel. Ja, kann ich auch gut verstehen. Ah, ich wollte da oben auf den Steinen drauf. Muss von hier oben probieren. Ich hoffe, ich komme da bis rüber. Oder zumindest in die Nähe. Dass ich nicht hier von Piranhas oder so ein Scheiß gefressen werde. Bin. Das war gut. Das war richtig gut. Piranhas? Wir sind ein Stück weiter weg. Jetzt ist ihm kalt. Aua! Stimmt, ich hätte das Fischfleisch gleich mitnehmen können für die Falle. Habt ihr mir auch, Dankeschön, habt ihr mir alle in die Kommentare geschrieben, dass ich ja auch das Fischfleisch dafür brauche. Hau ab. Damit ich da oben Fisch fangen kann. Also in meinen Fallen da oben. Nehmen wir gleich mal mit. Das müsste ich ja eigentlich mal erstmal ein kleines bisschen Leder haben. Ich habe die Dinge auch schon gelernt. Ich könnte die jetzt eigentlich auch herstellen, oder? Kann ich die jetzt nicht herstellen? Was brauche ich dafür? Für die Fischfalle brauche ich Dodos. Ich dachte, ich brauche Fisch dafür. Gut, ich hätte vorher auch ein bisschen reingucken können. Gut, dann gehen wir halt ein paar Dodos klatschen. Ne, alles da vorne komme ich nicht vorbei. Könnt jetzt natürlich wieder da oben über die Brücke gehen. Oder wir müssen da vorne wieder rüber. Ich gehe einfach mal da vorne lang. Ach, er hat mich gesehen. Na klar, alle beide. Ihr blöden Penner. Alter, noch zwei. Hau ab. Mann,
Also muss ich jetzt doch da lang. Mann! Mal sehen, was mir als nächstes über den Weg kommt. Wenn jetzt da hinten Rex rauskommt, dann schmeiße ich den Controller durch den Bildschirm. Aber Level up. Immerhin. Warte mal. Irgendwas trampelt neben mir. Das ist aber ein Pflanzenfresser. Okay. Level 31. Das geht ja fix heute. Also im Level... Ich weiß, es ist heute ziemlich diesig und neblig, gerade auf The Center. Tut mir leid, dass ihr jetzt nicht so weit gucken könnt, aber die Sichtweite ist sowieso immer für den Arsch auf The Center. Warum ist hier warm? Ich verstehe ihn manchmal nicht. So, jetzt gehen wir mal hinten rüber. Die... Da, Dodos. Die nehmen wir gleich mal mit. Auf da. Geh mal her. Gib her. So. Da haben wir ein bisschen Dodo-Fleisch. Ich sehe die Biester nicht. Aber ich habe hier noch einen gehört. Aber die sind immer so schnell weg. Wie die voransprinten. Das sind die schnellsten Tiere in Ark übrigens. Ja. Glaubt's mir einfach, wenn ich sage. So, jetzt gucken wir mal, wie viele davon herstellen können. Okay, das müsste erstmal. Oder brauche ich die immer wieder? Ach, stimmt die. Aber ich glaube, die halten ja auch eine halbe Ewigkeit, oder? Laufen die ab? Guck mal. Ich habe da, wie gesagt, noch keine Ahnung von. Mist, die laufen auch ab. Kacke. Ah, wäre zu einfach gewesen. Ich guck mal, dass ich da hinten irgendwie mal wieder hochkomme. Ich glaube, hier hat der Georg hat der hier oben gebaut. Da habe ich mich echt gewundert. Wo kommt die Bude auf einmal her? Ich wollte eigentlich einbrechen, aber da habe ich mitgekriegt, da steht ja auch Wildlinge drauf. Ich muss mal ganz kurz prüfen, wo das war. Nee. Ich weiß, ihr wisst gerade gar nicht, wo ich bin. Ich auch nicht. Machen wir dich auch nochmal tot hier. Komm her. Komm. Ich brauche noch eine Art Kühlschrank oder so. Jetzt bin ich... Da. Gut. Ah, gut, ich finde den Weg zurück. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil für mich. Ich könnte mal... ich esse mal ein bisschen was davon. Ich glaube, der zieht keine Lebensenergie ab, oder? Doch. Nee, tut's nicht. Okay. Das habe ich ja, glaube ich, in der ersten und zweiten Folge schon festgestellt, dass das nur sehr kurz ist und dass man das rohe Dodo-Fleisch hier fressen kann. Ich bin mal gespannt, was mich jetzt gleich erwartet. Muss ich mir erstmal anders hinsetzen, weil da vorne Hyänen sind. Hyänen, ach Gott. Haut er mal ab! Stirb! Haut ab oder stirbt! Alter, der lebt ganz schön lange hier. Haha, kommst du wohl nicht weiter, du Arsch? Was war da hinten noch runtergefallen? Mann, ich mache mir immer die ganze Ausrüstung kaputt. Aber es gibt Leder. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Alles will mich umbringen. Was ist das, ein Stein? Hier war doch noch irgendwo einer, oder? Ich hab doch mehrere weggedroschen. Die sind jetzt bestimmt alle die Klippe runtergesprungen, die Vollidioten. Nehmen wir dich noch mit. Was hat der denn drin gehabt? Nix, außer ein bisschen Munition. Aber die kommt mir jetzt auch ganz praktisch, weil ich meine Armbrust leer geschossen habe. Die anderen sind... Agent Jarvis? Ja, da unten schwimmen sie. Das sind so eine Suicide-Tiere. Das hatten wir, glaube ich, aber schon mal... angesprochen. Dass Tiere keinen Fallschaden haben, wenn keiner drauf sitzt. Finde ich immer noch total blöde. Ich finde, es sollte wirklich so sein, wenn irgendwo ein Tier runterfällt, dass es dann auch unten tot ist. Das wäre, glaube ich, auf Aberration eine Katastrophe, weil da fallen ja nur Tiere vom Himmel. Wir machen jetzt mal Gewicht voll auf 200. Lebensenergie. Und den Rest gehe ich in Nahkampfschaden und ein kleines bisschen in Resistenzen rein. Und ich muss definitiv das Ding hier lernen. Warte mal, ich gehe mal um die Ecke. Hier bin ich übrigens mal reingefallen, müsst aufpassen. Hier, ich guck mal ganz kurz Koordinaten. Meine Karte ist schon wieder leer. Hier bin ich mal reingefallen und bin nicht mal rausgekommen. Ich weiß nicht, was das bei dieser Center ist, aber hier ist so eine Schlagkante und dann hängst du genau da unten drin fest und kommst nicht mal raus. Voll hart nervig. Schau mal ganz kurz in die Dings hier rein. Fernraum ist auch Storage Barrel, wollte ich auch eigentlich mal machen. Also, bevor ich es vergesse, Zündpulver. Die Fischfalle haben wir gemacht. Komposthaufen brauche ich nicht. Obsidian-Speer. Die Angel. Ob ich da oben in den kleinen Dingen auch angeln kann.
Die Laterne wollte ich eigentlich lernen. Warte mal. Land use to place another table. Nighttime light. Okay. Hebe ich mir mal ganz kurz auf. Übrigens, ich habe es festgestellt. Also mir wurde geschrieben, ich hatte noch letzte Folge. Hier dieses Mehl in der Tasche. Das wurde mir reingesteckt von meinem Tribe, weil ich gesagt habe, ich will Koks. Also, ich verstehe den Zusammenhang. Da ist das Ding. Verstehe den Zusammenhang nicht. Ich habe dir was in die Tasche gepackt. Und ich da, Koks? Und ja, deswegen haben die das Mehl da reingepackt. Metallmachete. Die werde ich definitiv lernen. Große Bärenfalle könnte ich oben eigentlich verstecken, falls irgendjemand bei mir hochlatscht und mir wieder das Metall klaut. Industriegrill. Da brauche ich aber Zement für, ne? Na gut, gucken wir erstmal hoch, bevor das hier komplett dunkel ist und wir gar nichts mehr sehen. Und ich denke mal, dass wir jetzt noch wieder an zig Millionen Viechern vorbeilaufen. Komme ich hier vorne hoch? Ne, komme ich nicht hoch. Muss da vorne wieder durchrennen. Der spawnt das blöde Metall auch nicht nach. Da muss ich mal, vielleicht schaut der Mutz gerade zu, dass man die Spawn-Bereiche vielleicht kleiner macht. Also verstehst wie? Also dass Texturen, zum Beispiel Bäume und sowas, alles nah an Baustrukturen wieder nachwachsen. Das kann man, glaube ich, einstellen. Hatte ich damals auch gemacht. Also das ist halt nicht, dass der Baum halt im Haus nachwächst. Also das ist auf einmal... Au! Die machen mir immer die Ausrüstung kaputt, die Arschbiester. Gibt Chitin eigentlich euch? Vier Chitin. Aber auch nicht gerade viel. Warte mal, Mutz, ne? Wenn du das siehst, kannst du ja vielleicht mal einstellen, dass Nahstrukturen auch alles nachwächst. Das ist jetzt nicht nur für mich, weil ich habe auch viele gesehen, die... Nein! Nein! Ich werde gleich schlafen, Halt ab. Ich schlafe. Ich werde gefressen. Ja, macht mir alles kaputt, ihr blöden Viecher. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Aua! Ihr blöden Scheißviecher! Ich habe es überlebt, Freunde. Auch wenn es nicht gerade so danach aussieht. Ich habe keine Ausrüstung mehr. Die Biester haben mir jetzt alles kaputt gemacht, was ich habe. Und ich muss da hinten hoch. Ein Tag in Ark. Nur Katastrophe hier. Ich habe heute eindeutig zu viel Kaffee gesoffen. Bin total aufgedreht. Keine Ahnung. Da ist der Terry. Der kann mich eigentlich auch schnell kaputt machen. Ich muss jetzt unbedingt wieder nach Hause, weil das geht mir hier auf den Keks. Überall blöde Viecher, die mir auf den Sack gehen. Und ich müsste... Nee. Nein. Hau ab. Hau ab. Arschvieh. Seitdem die auf einen draufspringen kann durch dieses TLC, geht mir das auch hart auf den Sack. Mann, du hast ja nie deine Ruhe. Immer will irgendwas kommen und dich nerven. Warum kann ich den blöden Stein nicht abbauen? Du bist wieder so ein Kackstein. Mit Kacksteinen wischt man sich den Hintern ab. So. Nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Auf den Weg hoch. Terry, bleib ja, wo du bist, ey. Ich hab keinen Bock mehr. So. Bleibt da hinten. Noch ein kleines bisschen. Kann man diesen Stein mitnehmen. Oh, gut, ich kann ja noch ein bisschen was tragen. Aber Traglast höher stellen auf dem Server würde ich nicht machen. Ich meine, der Server ist eigentlich so abgestimmt, dass man im Tribe arbeitet. Man sollte nicht so blöd sein wie ich und hier alleine rumwurschen. Liegt aber auch großteils daran, weil die anderen immer offline sind, wenn ich online bin. Das heißt, ich bin grundsätzlich alleine. Und die Zwiebel ist immer noch nicht da. Und wenn keine Zwiebel da ist, sehe ich hier alt aus. Und wenn kein Hendrik da ist, und wenn Dani immer noch im Urlaub ist, also der Tickcha ist im Urlaub, und der Fossi immer noch tagaktiv ist, Mensch, Fossi, werd nachtaktiv. Und, farm Metall für uns. So, mach jetzt nochmal ein Level ab.
Was machen wir denn jetzt am besten? Ein kleines bisschen Resistenzen. Ich würde eigentlich am liebsten alles nur in Schaden reinballern, aber dann kriege ich einmal eine Axt vom Kopf, der das... Ah, jetzt habe ich ihn erlernt. Was brauche ich denn dafür? Muss ich in der Werkbank, glaube ich, mal. Gucken wir gleich mal oben an. Jetzt bin ich blind. Was wir alles dafür brauchen. Dann können wir uns so ein Ding mal erstellen. Ganze Metall weg. Das macht mich traurig. Irgendjemand muss ja hier in der Nähe bauen, wenn er mir das Metall klaut. Ach, guck mal. Hallo. Wer bist denn du? Der rettet bitte. Hallo? Ich hab dich schon gesehen. Warum versteckst du dich hinter meinem Haus? Guck, hier wirst du nur begeiert die ganze Zeit. Ich könnte ihm jetzt eigentlich eins drüber brezeln. Aber das wäre auch langweilig. Warum hast du keine Hose an? Wer ist denn das überhaupt? Ich hätte doch zuhauen sollen. Ich war mal wieder zu nett, Freunde. Ich war zu nett. Mensch. Ich habe extra nicht zugehauen, ne? Böse. Böse. Es war aber die Wurst. Die Wurst ist böse. Böse Wurst. Ich bin eigentlich netter, aber hier gibt's Fleisch. Guck mal. Warte. So. Da will man einmal nett sein, ne? Wenn man hier alleine rumwurschtelt und keine Rüstung hat. So, jetzt will ich aber hier meinen Fisch noch schnell machen. Das will ich gewurschtelt, dass ich ihn jetzt nochmal umbringen. Zack, ich bin wehrlos ohne Rüstung, deswegen. Aber mit einem Gewehr. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Schreiben die was? Nö. Ja, was ist denn? So. Jetzt aber weiter im Text. Haben die mich jetzt hier beklaut? Muss mal ganz kurz gucken. Nee, hier ist noch alles drin, ne? Ah, ich bin froh, jetzt hat die bei mir hier die Wand kaputt gemacht. Ach, jetzt muss ich die Wand erstmal reparieren. Warte mal ganz kurz. So. Ihr könnt wiederkommen, wenn ich ein bisschen besser ausgerüstet bin. Da könnt ihr mich den ganzen Tag nerven. Reparieren. Hat die noch mehr Wände kaputt gemacht? Ich muss mal ganz kurz gucken. Nö. So. So, jetzt halte ich eigentlich großteils alles. Ach stimmt, die Dinger laufen ja auch nicht. Ich habe immer noch drei. Die sind immer nicht richtig durchgelaufen. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass wir die Schmiede noch einmal anschmeißen. 7 Stück. Das ist nicht gerade viel. Nehmen wir ganz kurz rüber. Komm, rein da, ich bin überladen. So. Zack. Und zack. Ich habe jetzt... Das nehme ich mal besser raus, sonst kriege ich zu viel davon. Ich bin hart überladen. Ich habe doch die Tür eben repariert, oder? Weil er eben immer noch das Ding stand. Reparieren, warte mal. Wusch. Hey. Ich stand jetzt ein paar Mal reparieren da, aber ich weiß nicht wo. Warte mal. Seht ihr das auch? Ja, ich soffen oder was? Reparieren. Da. Jetzt schweben die ganze Zeit hier um mich herum. Das haben wir durch, das haben wir durch, das haben wir durch. Warte mal, dann nehmen wir die nochmal ganz kurz mit. Packe. Erstmal meine kaputte Ausrüstung irgendwo hin. Komm, lauf. Das müsste... Oh, hier hab ich auch noch was drin. Ich glaube, die Ausrüstung kann ich nur hier drin reparieren. Und zack. 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 Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade so interessant. Aber heute wollte mich alles nerven. Alles tötet mich heute. Alles will mich umbringen. Und jetzt nehmen wir das da rein. Was brauche ich denn dafür?
Brauche ich Iron Peak, Engramme, benötigt Engrammpunkte. Kann nur hergestellt werden in Werkbank. Kann nur hergestellt werden in Werkbank. Das hier ist Werkbank. Kann ich das Ding jetzt nur reparieren? Das wäre jetzt kacke. Da kann ich nämlich großteils gar nichts machen. Weil ist nichts drin hier. Ciao. Und glaube ich, bei Herstellen, hier ist es auch nicht drin. Wie stelle ich das Ding jetzt her, ohne dass ich es herstellen kann? Weil wir haben ja keine normale Werkbank. Fragen über Fragen, die ich mich selbst beantworten muss. Wie haben die anderen das Ding denn hergestellt? Na gut, Freunde. Ich mache jetzt, denke ich mal, hier ein kleines Folgenpäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag. Haust rein, mach's gut. Ciao.